Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Herkömmliche. Das neue herkömmliche Shampoo bietet Ihrem Haar den Glanz von Baumrinde, die Spannkraft von Zuckerwatte und die Flexibilität von Titanstahl. Stiftung Warentest sagt, ach du Scheiße, ist ja auch egal, was Stiftung Warentest sagt, sagen Sie lieber Ja zu Herkömmliche. Und damit geht's dann auch mal weiter mit unserem Let's Play Pokémon OMG Rubin. Und wir gehen einfach mal raus aus dem schönen Pokémon Center. Und ich habe vorhin einen richtigen Schreck bekommen. Ich habe so gedacht, mein Spielstand ist weg. Aber es war nicht so, es war nämlich so, mein Spiel hat mir angezeigt, die Karte wurde entfernt. Und da dachte ich so, habe ich gespeichert? Und ja, Gott sei Dank, ich habe gespeichert. Ich bin da so gut gewesen. So. Jetzt wollen wir erstmal hier weiter, denn wir haben hier was zu zertrümmern. Oh, übrigens, genau, eigentlich wollte ich ja noch was anderes machen. Da muss ich ja nochmal zurück. Ja, Entschuldigung, dann wollen wir erstmal sehen, was unter dem Stein war. Es ist bestimmt ein Kleinstein, oder? Ja, es ist ein Kleinstein. Ich kenn halt die Spiele so gut, dass ich weiß, da ist ein Kleinstein unter dem Stein, der auch nicht, na doch, unter dem Großstein. Das war nämlich kein kleiner Stein. Bam. So. Robustheit, mal wieder. Oh. Steinpolitur. Ja, toll. Wenn ihr jetzt glänzt, ist ja schön, aber hat das irgendwas sonst gebracht? Bam. Und es ist wieder mal geschafft. 111 Punkte und ich muss wirklich nochmal zurück. Ich muss jetzt echt nochmal schnell zurück nach Graphitport City. Es tut mir sehr leid, dass es hier gerade wieder nicht so schnell weitergeht. Aber mir ist eingefallen, zack, 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 mach hinne. Dass in Graphitport City tatsächlich etwas ist, was ich meinem Ninja-Tom beibringen kann. Damit es endlich mal an den Platz kommt in meinem Team, wo es hingehört. So, und dafür gehen wir nochmal einmal hier lang und fahren hier lang über den Radweg. Klick. Boah. Ich sehe es kommen. Ich werde das verhauen. Ah. Au, der eine ist es mal wieder gewesen. Toll. Ah, und der auch. Okay, zwei Zusammenstöße. Ja. Naja, wenn es wenigstens was dafür gäbe, ich weiß nicht, muss man da unter 10 Sekunden kommen oder sowas? Ich kann ja sein, dass das so ist. Oh, da ist ja der Dynamo immer an, oder ist es jetzt schon dunkel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier gibt's was. Brumm, so schnell geht's. Oh, das ist schön mit so einem Fahrrad. So, ich weiß nicht, ob das hier war, aber nee, hier war das der Rauch. Nein, nein, nein. Ich habe übrigens rausgefunden, was dieser wohlriechende Rauch ist. Das ist Gras. Deswegen kriegt man auch mehr Geld, wenn man fertig ist mit dem Kampf. So. Käfertrutz gekauft. Und das können wir jetzt nämlich Ninja Tom beibringen. So. Na, 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 na. Da. Einsetzen. Und ich sage mal, mit einer Stärke von 50 ist das schon mal halbwegs okay. Ist besser als manch andere Attacken. So, ja, es soll eine Attacke vergessen werden. Jetzt gucken wir doch mal, was die anderen so haben. Das hat 40, das hat 20, das hat auch plus 20 und das hat 50. Also ist Käfertrutz ungefähr so gut wie Zerschneider. Naja, okay, könnte immer noch besser sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich Käfergebrumm herkriegen soll. Das ist zum Beispiel noch so eine Attacke, die es lernen kann. Und wie gesagt, Spukball wäre eine gute Attacke für das Pokémon. Müsste ich sehen, wo ich es herbekomme. So. Auf jeden Fall sollte es in nächster Zeit ja auch noch Schlitzer lernen. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Oh. Falsche Richtung auch noch. Ich steig mal ab kurz. Oder ist das doch wieder nur ein... Na, ich guck einfach mal. Es ist auf jeden Fall ein, Plusel oder Minun, aber schauen wir auch erstmal. Das ist jetzt ein
Wingull, wow. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Okay, dann raus aus dem Kampf. Verzieh dich, verscheuch dich. Zieh ab. Und es ist weg. Super gemacht, Wingull. So, jetzt kann ich ja natürlich wieder weiter im Text hier. Jetzt lassen wir uns nicht nochmal von einem Pokémon aufhalten, an das wir uns anschleichen wollten. Tju! Was passiert eigentlich, wenn? Ah, sie bleibt stehen. Das ist ja sowas. Hier hat man endlich mal die Möglichkeit zu sehen, wieso Fahrräder auf einmal nach unten rutschen auf irgendeinem Radweg. Aber nein, es wird nicht ausgenutzt. Es wird einfach stehen geblieben. Toll. In der ersten Generation, da fragte man sich vielleicht noch, warum fährt denn der jetzt die ganze Zeit nach unten? Ne? Ist da irgendein Bug drin oder was? Oder wie oder wo? Nein, da war irgendwie dann... Da musste man wirklich irgendwo lesen, dass der Radweg steil nach unten geht. Und hier? Tja. So. Weiter, weiter, weiter im Text. Ui, jetzt geht's aber wirklich los. So, und jetzt will ich nicht noch einen Kleinstein an dieser Stelle haben. Danke. Und es geht weiter. Hallo, du da. Ich steig mal wieder ab. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einiges schwerer zu besiegen seien als die Arena-Leiter. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht auf dem Weg zur Top 4. Oh, guck mal! Ich kenne die beiden noch, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber das ist ein Kamerateam und, naja, beziehungsweise das ist eine Reporterin und ihr Kamera-Heini. Und das wird ein Doppelkampf. Ups, Moment, dann kann ich ja schon mal... Tap, tap, tap. Tausch mit... Ja, gute Frage. Welches ist jetzt mein zweites und welches mein drittes Pokémon? Es kann ja jetzt sein, dass... Ich sag jetzt einfach mal, das ist mein zweites Pokémon. Warum auch immer. Weil ich von links nach rechts gehe. So. Hey, stark aussehender Trainer in Sicht. Ausgerechnet an einem Ort wie diesem. Kamera ist bereit. Tap, 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 tap. Interviewer Pia und Udo. Magnetilo und Flomel werden in den Kampf geschickt. Und, was kommt bei mir? Haha. Mudkip und Finjatom. Jetzt kann ich mal ein bisschen auf leichterem Terrain zeigen, was eigentlich Ninjatom so besonders macht. Wobei, naja, okay, da wird nicht viel zu sehen sein. Aber, Was hauen wir jetzt eigentlich auf wen drauf? Also ich würde mal sagen, eine Schlammbombe auf Magnetilo und ja, Käfertrutz auf Flurmel. Schlammbombe, boom! Sehr effektiv und Magnetilo ist weg. So, Ninja Tom kriegt da auch gleich ein paar Punkte und wuh! Naja, gut, es geht, ne? Erstauner auf... Bam, Mudkip. Ja, blöd. Jetzt erkennt man dadurch gar nichts. Aber Erstauner ist ja eine Unlichtattacke und deswegen bin ich jetzt der Meinung, Gott sei Dank. Weil Unlicht gut gegen Geister-Pokémon sind und Finjatom ist ein Geister-Pokémon. Oh, Herzchenfreu wird Level 24. So... Mal gucken, ob Sternschauer jetzt irgendeinen Vorteil bringen würde. Ach nee, Erstauner ist eine Geistattacke. Und nicht, dass ich wüsste, dass Geist-Pokémon gegen Geistattacken schwach sind oder sowas. Ups. Ach. Ich weiß jetzt, ich guck mir nochmal Sternschauer an. Also, Sternschauer ist ja eine Attacke, die immer trifft. So, Moment, was steht da? Die stets treffen auf Gegner in der Umgebung. Verschießt sternförmige Strahlen, die stets... Achso, ja, jetzt habe ich's. So, Erstauner. Weg mit Erstauner und dann ist gut. Dann haben wir jetzt Sternschauer bei Herzchenfreu. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer.
Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Toll. Ihr habt euch besiegen lassen. Das ist euer Durchbruch. Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest du uns ein kurzes Interview geben? Natürlich! Wirklich! Großartig! Danke! Also, könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach deinem Kampf in dir vorgeht? Was geht in mir vor? Über die Kommunikationsfunktion kann das, was du hier eingibst, an andere Leute geschickt werden. Oh, man darf das Wort sogar selbst auswählen. Was geht jetzt gerade in mir vor? Gähnende Leere, wie es aussieht. Oh Mann. Was geht denn in mir vor? Ich weiß, was gerade jetzt in diesem Moment auf jeden Fall in mir vorgeht. Und ich denke mal, das wird auch jetzt bei jedem anderen passieren. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also, vielen Dank und bis bald. Ja, eine Sendung über Verdauung ist doch was Tolles. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Okay. Kannst du haben. Picknickerin ist das. Oh. Plusel wird von Irene in den Kampf geschickt. Wusch. So, Mudkip. Zeig, was du kannst. Bam. Und es ist wieder mal vorbei. Und sogar ein Level aufgestiegen ist unser Mudkip. Es versucht, Schutzschild zu erlernen. Sorry, nein. Wenn ich irgendwann mal solche Attacken brauchen sollte... Oh, Finneatom hat ein Level erreicht. Oh, Schattenstoß. Was kann Schattenstoß denn so? Ah. Erstschlaggarantie bei Schattenstoß. Und eine Geistattacke. Lehmschelle 20. Ah. Das Ding hat mehr, also können wir erstmal Kratzer weghauen. Wer weiß, vielleicht bringt mir ja Lehmschelle nochmal was. Und Finneatom erlernt Schattenstoß. Ich will trotzdem lieber Spukball. Illomise. Wie wär's, wenn wir mal das Pokémon wirklich wechseln? Auf Finneatom. So. Wenn das nämlich vielleicht ein etwas längerer Kampf wird, dann kann ich mal zeigen, was denn jetzt diese ganz tolle Sache ist, warum ich einen Ninjatom in meinem Team haben möchte. So, erstmal setzen wir doch mal Schattenstoß ein. So, Erstschlaggarantie ist schön. Das sieht ja schön aus. Oh, und haut auch noch rein. Oh nein, Lockduft. Der Fluchtwert sinkt. Dann geben wir hier noch eine Lebensschelle ihm. Haben nochmal Lockduft abbekommen. Bin gespannt, was jetzt noch demnächst passiert, weil eigentlich wollte ich ja, blub, 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 blub. Die Genauigkeit sinkt. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, weil... Ach, es bringt doch nichts. Alle Kämpfe, in denen ich mit Finneatom kämpfe, da kommt gar nicht zur Geltung, was es überhaupt macht. Bisher wurde es ja noch nicht mal angegriffen. Oh nein, es erreicht Level 21. Juhu. Ich glaube, wir werden nie Finneatom richtig kämpfen sehen. Ich sprühe nur so vor Energie und mein Pokémon natürlich auch. Das ist schön. Camper Ronald. McDonald. Na, los. Sandan kriegen wir auf jeden Fall mit einer Aquaknarre klein. Schieß es ab, Mudkip! Bam! Oh, armes Sandan.
Und Ronald ist, ja. Ronald musste leider dem King nachgeben. Nein, eher ernsthaft, ich bin nicht der Burger King-Typ. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als sonst. Meinst du nicht auch? Ist das ein Backpacker wieder?